Leute, was geht ab? Ihr wisst, was abgeht. Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder. Und ja, das nächste Video eben an diesem schönen oder eher nebeligen Freitag. Tja, ist eben jetzt der Vorbericht zum Heimspiel gegen den SKN St. Pölten. Es war ja ein bisschen Wirbel, kann man so sagen, um unseren SK Sturm. Der neue Cheftrainer Heiko Vogel wurde präsentiert. Aber man darf nicht vergessen, noch sitzt ein anderer auf der Trainerbank. Und zwar Franco Foda. Es ist nämlich für ihn das letzte Heimspiel als Chefcoach des SK Sturm Graz in seiner dritten Amtsperiode bei den Blackies. Und der Gegner sollte eigentlich ein recht dankbarer sein. Der SKN St. Pölten, ihres Zeichens Tabellenletzter in der österreichischen Bundesliga, kommt nach Graz. Eigentlich auf dem Papier eine lockere Aufgabe, aber natürlich muss man da ein bisschen aufpassen. Klar, das kann jetzt die Mannschaft auch irgendwie ein bisschen ablenken hier, dieses ganze neue Präsentieren des neuen Trainers, ist natürlich auch klar, der Foda-Abschied, da wird natürlich das ganze medial auch ziemlich aufgebauscht und da hoffe ich natürlich, dass sich unsere Jungs da nicht ablenken lassen und wirklich auch es schaffen, den Fokus auf das Spiel zu setzen, denn ganz ehrlich, St. Pölten hat die letzten beiden Partien nicht so extrem schlecht gespielt, beziehungsweise war durchaus knapp dran an den Punkten und hat beziehungsweise eben da auch Punkte eingefahren. Die haben vor zwei Wochen erst die Wiener Austria zu Hause geschlagen mit 1:0. Letztes Wochenende ein unglückliches 0:1 gegen die Admira, wo man sehr spät das Tor bekommen hat. Also St. Pölten ist natürlich auf dem Papier klar ein Pflichtsieg. Das erwarte ich mir auch ohne Wenn und Aber. Also hoffentlich auch deutlich, so deutlich wie eben möglich. Aber man hat sich heuer auch schon schwer getan gegen die Niederösterreicher. Daheim gab es am ersten Spieltag eben einen 3:2 Erfolg. Einen sehr, sehr knappen. Nach 0:2 Rückstand in letzter Minute durch einen Elfer von Schul das Ganze noch gewonnen. Also mir noch bestens in Erinnerung. Und da hat es wirklich lange nach einer negativen Überraschung ausgesehen für unsere Blackies. Das zweite Spiel in St. Pölten hat man dann lockerlässig 3:0 runtergespielt, ohne größere Probleme. Und ich hoffe natürlich auch, dass daheim da nichts anbrennen wird. Ich gehe ja auch davon aus, die Spieler wollen natürlich nicht nur für den Verein, sondern eben auch schon für ihren Cheftrainer, für ihren scheidenden Coach, für Franco Foda eben da die Punkte einfahren und eine überzeugende Leistung natürlich auch bieten. Natürlich vielleicht mit dem kleinen minimalistischen Hintergedanken, dass ja auch der neue Trainer, wenn auch nicht im Stadion, wie er bei der Pressekonferenz verkündet hat, zumindest eben sich das Spiel im Fernsehen ansehen wird und wohl auch definitiv schon das Auge auf den ein oder anderen Akteur, oder besser gesagt auf alle Akteure in Schwarz-Weiß da setzen wird und sich eben schon mal da so seine Gedanken dazu macht. Man möchte sich natürlich auch für den neuen Trainer klar empfehlen und da kommt St. Pölten eigentlich gelegen. Es ist gleichzeitig das letzte Heimspiel in diesem Jahr für unseren SK Sturm. Nach St. Pölten wartet ja nur mehr das Auswärtsspiel in Wien gegen die Austria, dann ist Winterpause. Und ja, für unsere Blackies sieht es in der Tabelle sehr gut aus. Man ist immer noch an Salzburg dran. Punkte gleich, die Dosen mit dem besseren Torverhältnis. Und unsere Jungs aber zuletzt eben dann doch wieder auch in die Spur gefunden. Mit eben drei Siegen am Stück. Heimsiege gegen den LASK und die Admira und zuletzt eben der bravouröse 2:1 Auswärtserfolg auch noch in Altach. Und ja, jetzt will man eben Sieg Nummer 4 auch noch eintüten mit einem Heimerfolg gegen St. Pölten. Personell sieht es ganz gut aus für unsere Schwarz-Weißen. Alle wieder fit. Also da hat es die ein oder andere Wunderheilung kurzfristig gegeben. Also für das Foda-Abschiedsspiel wollen da wirklich anscheinend alle da sich nochmal zeigen dürfen und nochmal auflaufen. Und kann natürlich nur gut sein bei unseren Jungs. Also, das heißt, ich lasse mich da personell natürlich vollkommen überraschen. Ich will da auch wirklich gar nichts hineininterpretieren. Wir werden es einfach sehen, mit was für einer Aufstellung unsere Schwarz-Weißen auflaufen werden. Und ja, das wird dann natürlich interessant. Ich bin auch gespannt sicher, wie viele Leute das den Weg ins Stadion dann letztendlich finden. Das Wetter ist ja nicht gerade fußballfreundlich. Aber ich glaube, dass es doch einige geben wird, die Franco Foda da nochmal ein letztes Mal verabschieden möchten. Also ich gehe schon davon aus, dass mit ein bisschen Glück so die 10.000er-Marke geknackt werden kann. Ich hoffe es natürlich, allein schon, weil sich die Mannschaft auch verdient hätte mit den bisherigen Leistungen. Wenn dann die Leute kommen, um eben jetzt nur Foda nochmal zuzusehen, sei es drum, Hauptsache die Jungs und Mädels sind im Stadion. Und ja, dann fehlt eigentlich nur mehr eben der Dreier.
Souveräner Heimsieg, das ist da mein Wunsch dahingehend. Und ja, ich vertraue mal der Mannschaft, dass sie da auch alles reinwerfen wird. In diesem Sinne sehen wir uns einfach beim nächsten Mal hier bei The Lens TV. Euer Elias, auf die Schwarzen, Gamer Burschen, nochmal Gas und bis dann. Ciao, ciao.